Währenddessen es mir gut geht, ich prall mit meinem Leben. Schaffen es die meisten Menschen nicht, ohne reinzureden. Ja, sie haben keinen Respekt oder haben es erlernt. Damals hat man seinen Partner noch geehrt, heute weggekehrt. Die Treue dieser Menschen ist kaputt und das weiß ich jetzt, wie bitter dieses Leben ist, wenn alles nur nach Scheiße schmeckt. Nein, das hier ist kein Geschäft, doch Gewinn macht nur glücklich. Denn trägst du keine Marke, nimmt von dir keiner Rücksicht. Du bist nix ohne Trends, du bist nix ohne Fans. Auch mein Herz schlägt in diesem Leben nur noch für die Gang. Zu viele Blicke trafen mich und macht mir Gedanken über die Worte der anderen und warum sie alle lachen. Doch heute spreche ich von Taten, durch denen es mir gut geht und vielen auf den Straßen einfach dieser Mut fehlt. Und deren Mann mal zustehen, weil alle, sobald es schwer wird, zu Drogen greifen, wodurch dann deren Herz stirbt. Ich hab öfter gedacht, dieses Leben macht irgendwann Sinn. Heute nach vielen Jahren merk ich erst, wer ich bin. Diese Schicksale dieser Menschen gehen mir gerade so nah, weil es mir gut geht und sie hassen jeden Tag. Und an jenem Tag, wo ich von dieser Erde gehe, will ich nur, dass jeder weiß, dass der Typ ein Herz besitzt. Dass es nicht nur Leere gibt, sondern dass ich mal helfen wollte. Denn ich wurde in Blockhäusern groß mit über 11 geschossen. Ihr müsst an Ziele glauben, die dürfen nie verstauben. Denn nur so kann aus euch was werden, weil alle Liebe brauchen. Seid für eure Freunde da, seid dafür die Familie. Denn irgendwann ist alles vorbei und der Abschiedsbrief liegt drin. In euren Briefkasten von allen, die euch lieb hatten. Die Welt dreht sich nicht nur um Trends und Kreditkarten. Wacht doch auf, diese Welt, sie ist grau. Also lebt euren Traum und bitte geht einfach raus. Statt im Park zu sitzen, zu kiffen und zu saufen. Das Gift, was euch den Rausch bringt, nehmt euch das Vertrauen. Ja, die meisten Menschen ziehen euch runter, also geht ihn aus dem Weg. Denn nur so kommt ihr weiter, weiter auf dem Weg. Ich hab öfter gedacht, dieses Leben macht irgendwann Sinn. Heute nach vielen Jahren merk ich erst, wer ich bin. Diese Schicksale dieser Menschen gehen mir gerade so nah, weil es mir gut geht und sie hassen jeden Tag.